Hallo zusammen, ich bin heute beim Kurzschluss den dritten und zwar habe ich ja, das verlinke ich euch, ein Video gemacht, wo ich den ganzen Test mit einer 400 Ampere Sicherung mache, dann mit einer 320 Ampere Sicherung und jetzt kommt der Test mit 240 Ampere. Ich habe hier den Wechsellichter angeschlossen, ohne Sicherung, auf diese Batterie. Und hier auch Plusleitung ohne Sicherung. Und ich habe hier Plus und Minus eine Autoscheinwerferbirne angeschlossen. Als Vergleich mache ich hier zur Kontrolle, dass ihr optisch seht, ob ich hier Spannung habe. Und dann habe ich meine Kurzschlussbrücke. Ich habe also hier das Kabel 2x10 Quadrat, hier 2x10 Quadrat. Und hier zwischendrin drei Sicherungen. A 80 Ampere. Eigentlich gehören die in Sicherungshalter rein, aber wir wollen ja was sehen. Und irgendwo steht 80 Ampere. Das heißt, die drei übereinander mal drei sind 240 Ampere. Bei 300 Ampere Kurzschlussstrom sollte das BMS diese Sicherung abschließen. Im Video hier, verlinke ich euch, habt ihr gesehen, dass das funktioniert hat, dass die Sicherung, das BMS vor dieser Sicherung abgeschaltet hat. Und jetzt kommt der ultimative Kick. Jetzt müsst an sich diese Sicherung durchbrennen. Wir lassen uns überraschen. Nix. Das heißt, ein Kurzschluss 240 Ampere macht diese Batterie nicht mit. Um hier wieder Strom auf die Batterie zu geben, muss ich hier wieder Pluspol lösen. Einmal Halleluja singen, kurz warten und wieder drauf und dann habe ich wieder Spannung. Hier hält ihr den alten Test und hier kommt morgen der neue Test mit noch weniger Sicherung. Ich wünsche euch einen schönen Tag.